Willkommen zu einer weiteren Folge von Curator's Diary zur Rebecca Horn Ausstellung im Bank Austria Kunstforum Wien. Ich stehe hier vor einer meiner Lieblingsarbeiten der Ausstellung Cutting Through the Past von 1993. Diese Arbeit ist besonders, da Rebecca Horn hier eine der ganz, ganz wenigen Male mit vorgefundenen Materialien arbeitet, die eher an Arte Provera Künstler wie Janis Kunellis denken lassen, mit dem sie auch übrigens sehr, sehr eng befreundet war. Cutting Through the Past verbindet für mich sehr viele Ebenen. Einmal natürlich diese alten Türen, die jede für sich eine eigene Geschichte erzählt und zum Teil auch, wie ich finde, sehr sinnliche Anmutung vom Material her haben, und in Verbindung mit dem spitzen Stab, der durch alles durchschneidet, ist es ja auch eine Anspielung darauf, wie verletzend und bedrohlich Geschichte auch sein kann, beziehungsweise auch die Vergangenheit und die Vergangenheit jedes Menschen, die man mit sich trägt, eigentlich ein ganzes Leben lang. Ich denke, dass das auch eine persönliche Note hat, diese Arbeit. Rebecca Horn hat eine sehr bewegte Familiengeschichte mit sehr vielen Todesfällen und hat auch ihre Eltern sehr, sehr früh verloren, da sie mit Abstand die jüngste von vier Geschwistern war. Auch ist sie im Internat aufgewachsen, also ich denke, da gibt es so viele Punkte, die auch auf Entwurzelung anspielen.